wieder die Katrin. Wenn ich auf Kinderwoche fahre, dann schicke ich den Musikern gerne meine Lieder mit. Und dann steht auch immer da Vorspiel, Zwischenspiel, Nachspiel. Und dann sind die Musiker meistens ein bisschen enttäuscht, weil da nicht ein riesengroßes Vorspiel kommt, sondern da steht meistens nur ein Akkord da, zum Beispiel E-Moll. Das heißt, dass ja die ganze Zeit E-Moll blieb man da. Und das finden sie sehr schade. Aber Grund ist, bei Kinderbewegungsliedern steht man ja nun mal die ganze Zeit. Ja, weil man macht ja Bewegung und dann steht man da. Ja, wie toll ist das denn, wenn die Musiker spielen, ihr Vorspiel, ihr Zwischenspiel, ihr Nachspiel und man steht da erstmal vorne, ist es total doof und die Kinder müssen auch rumstehen. Deswegen versucht so gut wie möglich Vorspiel, Nachspiel, Zwischenspiel zu vermeiden. Manchmal kommt man aber nicht drum rum und deswegen ist es wichtig, dass man da bestimmte Bewegungselemente einfügt. Standard ist natürlich einfach Klatschen, ne? Da gibt es auch Babyklatsche, Kiddyklatsche, cool Dastehklatsche und so weiter. Oder Standard ist natürlich auch dieses Drehding, gell? Kennt man auch. Aber es gibt auch viele andere Sachen. Also natürlich auch diese Bewegung mit dem Fuß hin und her. Aber es gibt auch die Kochlöffelmethode. Man greift sich den Kochlöffel, dreht herum. Je nachdem, wie lange es geht, kann man natürlich dann auch hüpfen. Ja, bei Mike Müllerbauer ist da, glaube ich. Hey, yo, hey, yo. Ne? Dreht man so zum Beispiel das. Dann gibt es natürlich auch diese rechte Welle, linke Welle. Ne? Nutzt irgendwie was aus. Oder der Bärengang. Hier, Bernd hat es nach vorne. Oder den Ägyptergang. Das ist der hier. Ja, da ist der Fuß nach da. Also Hand nach da, Fuß nach da. Ne? Ja, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Auch da, frag die Kinder. Die sind so fit darin, ja, tanzt durch die Gegend, macht verschiedene Bewegungen. Am Anfang denkt man so, nein, wie blöd. Aber es ist besser, als wenn man einfach nur blöd dasteht. Okay, also, ich sage und tschüss, bis es wieder heißt, Katrin, schneller den Durchblick.